Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und schön, dass Sie hier in Grünberg so zahlreich erschienen sind. Tun Sie sich doch einfach mal bei Gelegenheit eine CDU- oder SPD-Veranstaltung an, wenn da vielleicht einer der Parteichefs kommt, in eine Stadt wie Frankfurt oder Stuttgart. Und dann zählen Sie da mal die Reihen durch. Sie werden erstaunt sein. Und Sie werden sehen, dass die AfD tatsächlich in der Lage ist, diese Republik zu repolitisieren. Aber nicht nur diese Republik wird repolitisiert, ganz Europa wird repolitisiert und ein gut Teil sogar darüber hinaus. Vielleicht verfolgen einige von Ihnen mit Spannung den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Wir von der AfD tun das. Wir tun das gemeinsam mit vielen anderen europäischen Parteien, weil wir der tiefen Überzeugung sind, dass wir die deutsche Politik sicherlich in Berlin ab dem kommenden Herbst ganz gewaltig durcheinanderwirbeln werden und auch einen neuen Politikstil, neue Politikinhalte aber vor allem in dieser Republik vermitteln werden. Wir sind aber zutiefst überzeugt, dass wir alleine in Berlin die ganz großen Dinge nicht werden bewegen können, sondern wir werden Partner brauchen. Wir werden Partner in ganz Europa brauchen, meine Damen und Herren. Und diese Partner gibt es. Die gibt es schon meist viel länger, als es die AfD in Deutschland gibt. Wir sind ein bisschen spät dran, genau genommen, aber wir kommen umso kräftiger. Und wir schauen nach Österreich, wir sehen dort die FPÖ, wir schauen nach Großbritannien, sehen die UKIP, nach Frankreich, der Front National, Herr Wilders in den Niederlanden. Und meine Damen und Herren, jetzt wird der ein oder andere von Ihnen gezuckt haben. Front National, hat er gesagt. Das ist schlimmer als die AfD. Da sind sich alle Kommentatoren in Deutschland einig. Ich kann Ihnen sagen, je nachdem, in welches europäische Ausland Sie gehen, können Sie feststellen, dass die AfD schlimmer als die FPÖ oder die FPÖ schlimmer als die AfD, vielleicht auch der Wilders schlimmer als die AfD oder andersrum wieder gar nicht so schlimm, weil der so pro-israelisch ist, dass er zumindest nicht antisemitisch sein kann. Das ist schon mal abgefrühstückt. Also je nachdem, in welches Land Sie kommen, das wird sich unterscheiden. In Österreich ist man derzeit also der festen Überzeugung, dass wir sehr viel schlimmer sind als die FPÖ. Das war da auch schon mal anders, aber das hängt auch so ein bisschen gerade von den Wahlergebnissen ab. Und wenn die FPÖ dann so in die Nähe von 50% oder vielleicht sogar darüber hinaus, je nachdem, wie man auszählt, ich verspreche Ihnen, das ist der letzte Witz über Bananenrepubliken. Die Realität ist viel zu dramatisch. Ja, meine Damen und Herren, all diese europäischen Parteien haben durchaus ähnliche Ziele für das gemeinsame europäische Projekt. Sie haben durchaus unterschiedliche Visionen davon, wie sie ihr eigenes Land gestalten werden, wenn sie dann an der Regierung sind. Und ich sage Ihnen, ja, das ist gut so, denn das ist genau die Politik, die auch die AfD in Europa haben möchte. Wir möchten die Souveränität jedes einzelnen Volkes in Europa. Wir möchten, dass jedes einzelne Volk darüber entscheidet, wie es regiert werden möchte, ob es eher konservativ, eher sozialistisch, eher liberal oder meinetwegen auch gar nicht regiert werden möchte, wie die Griechen. Das ist die freie Entscheidung der europäischen Völker. Und deswegen stört es mich überhaupt gar nicht, dass der Front National für Frankreich eine etwas sozialistische Variante vorsieht, als die AfD das für Deutschland tut. Das macht gar nichts, das liegt schlicht darin, dass die Franzosen eben Franzosen sind und die Deutschen Deutsche und eine völlig andere politisch-historische Entwicklung genommen haben in den vergangenen Jahrhunderten. Und insofern hat ein wenig Sozialismus in Frankreich schlicht auch eine gewisse Tradition. Und wenn dann Kommentatoren aus Deutschland glauben, den Franzosen eben das austreiben zu müssen, dann wäre es gut, wenn sie bei der aktuellen Regierung
bei der konservativen Regierung einmal anfangen würden, denn die ist weit sozialistischer, als es der Front National jemals wäre. Und deswegen sage ich Ihnen, wir brauchen die Zusammenarbeit dieser europäischen Parteien, weil wir nur gemeinsam in Brüssel einiges verändern werden. Und in der Tat, wir werden etwas verändern. Und das ist allen, die dort in der Nomenklatura in Brüssel sitzen, auch längst bewusst. Es war ausgerechnet der kluge und damals nicht nur freudentrunkene Herr Juncker, der 2014... Ich weiß zwar nicht, worüber Sie lachen, aber Sie... Er ist gut drauf. Nicht so wie Sie. Geht doch. Herr Juncker war es, der sagte, 2014, wir haben Zeit bis 2019. Und damit meinte er nicht uns, damit meinte er sich und die europäische Nomenklatura. Und er hat recht. Er hat noch eine Legislaturperiode Zeit, die in Brüssel bis 2019 geht. Und danach werden sich die Mehrheitsverhältnisse auch in Brüssel und Straßburg dramatisch verändern. Sie werden sich dramatisch hin verändern zu den eben von mir schon genannten Parteien und einigen anderen osteuropäischen Parteien, die sowieso längst die Schnauze von dem voll haben, was Herr Juncker und seine Kollegen dort tagtäglich abziehen. Er wird aber auch deshalb gestoppt werden, weil es Regierungen geben wird, die völlig anders besetzt sind, als er das bislang gewohnt ist. Es wird Vetos geben aus den Nationalstaaten, und zwar aus den großen westeuropäischen Nationalstaaten, die man dann innerhalb der Europäischen Union auch nicht mehr so einfach diskreditieren kann, wie das derzeit mit Polen oder mit Ungarn alltäglich geschieht. Und wo man glaubt, eben diesen Nationen dafür, dass sie Nation sein wollen, dafür, dass sie die europäischen Verträge einhalten und beispielsweise die Außengrenzen von Schengen schützen wollen, auch noch an den Pranger stellt und sie dafür zur Rechenschaft ziehen möchte, / ihnen unter Umständen sogar ihr Stimmrecht innerhalb der Europäischen Union entziehen möchte. Das ist ein antidemokratischer Akt und in der Tat, wir sind wild entschlossen, gemeinsam mit vielen anderen Partnern die Demokratie auch auf Brüsseler Ebene wiederherzustellen, wieder Kompetenzen zurückzugeben in die Nationalstaaten, damit sie als Bürger wieder entscheiden können, denn genau das funktioniert derzeit auf Brüsseler Ebene als allerletztes. Und wir werden uns auch mit den Versäumnissen der Vergangenheit beschäftigen müssen, meine Damen und Herren. Zu glauben, dass eine gemeinsame Währung oder auch nur ein Binnenmarkt auf Dauer, der Deutschland und Rumänien umfasst, zu einem Zeitpunkt, wo Rumänien wirtschaftlich aus eigener Kraft nicht im Leben daran denken kann, in Konkurrenz mit der deutschen Industrie zu treten, meine Damen und Herren, das verdammt Rumänien letztlich dazu, auf die kommenden Jahrzehnte verlängerte Werkbank der deutschen Industrie zu sein. Das wird aber nie dazu führen, dass Rumänien eine eigene tragfähige Industrie entwickelt. Die Väter der Europäischen Union haben das klug vorhergesehen, denn sie haben die sogenannten Kopenhagener Kriterien entwickelt, die da hießen, bevor ein Land in die Europäische Union aufgenommen wird, muss es unter anderem wirtschaftlich konkurrenzfähig sein. Es müssen vergleichbare wirtschaftliche Verhältnisse im Vorhinein geschaffen sein. Und genau das ist bei der Osterweiterung sträflich vernachlässigt worden, weil sie eben nicht aus EU-Interesse, weil sie eben nicht aus wirtschaftlichem Interesse geschehen ist, weil sie ausschließlich aus geostrategischen Interessen und im Übrigen im US-amerikanischen Interesse passiert ist. Es waren die US-Amerikaner, die massiven Druck ausgeübt haben, politischer Art, diese Staaten
in die Wirtschafts-NATO, auch Europäische Union genannt, aufzunehmen. Und deshalb werden wir in Zukunft eine andere Form der Zusammenarbeit brauchen. Denn Zusammenarbeit, die werden wir auch weiterhin brauchen. Und es ist überhaupt gar nichts gegen einen gemeinsamen Binnenmarkt einzuwenden. Ich glaube aber, dass gerade die osteuropäischen Staaten für einen Übergangszeitraum einen gewissen Protektionismus gegen Westeuropa weiterhin brauchen werden, wenn sie dauerhaft auf eigenen Füßen stehen wollen. Ich glaube, dass wir unterschiedliche Formen der Integration brauchen. Wir brauchen ein Europa nicht nur der zwei Geschwindigkeiten, sondern mindestens von drei oder sogar vier Geschwindigkeiten. Weil Europa eben so vielfältig ist. Wir brauchen ein Europa, das flexibel zusammenarbeitet. Es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Deutschland und Frankreich einen gemeinsamen Schengen-Raum bilden. Dagegen wäre nichts einzuwenden, sofern denn jeder einzelne dieser Staaten bereit ist, seine Grenzen zu schützen. Es ist aber völlig ausgeschlossen, dass auch Griechenland dazugehört, wenn es zwanghaft seine Grenzen öffnet, weil es genau weiß, dass Grenzschutz Geld kostet, während das Durchwinken nach Deutschland von sogenannten Flüchtlingen umsonst ist. Sollte Griechenland früher oder später glaubhaft zu der Erkenntnis kommen, dass ein wirksamer Grenzschutz an den EU-Außengrenzen sinnvoll ist, dann ist selbstverständlich auch nichts dagegen einzuwenden, dass Griechenland diesem Schengen-Raum angehört. Derzeit gehört es nicht dazu, auf absehbare Zeit fehlt das Vertrauen, dass Griechenland dazu gehört, und es ist auch gar nicht notwendig. Und insofern werden wir in Zukunft, Marine Le Pen nennt das Europe à la carte, ein Europa haben, bei dem sich jeder Staat nach seinem Gusto bedient. Jeder kann, aber nicht jeder muss. Und ganz wichtig, meine Damen und Herren, wem auch immer es nicht mehr passt, der darf auch sagen, er geht. Er macht einfach nicht mehr mit. Auch das gehört zur Vertragsfreiheit dazu, Nein sagen zu dürfen. Und ganz wichtig, wir fangen beim Euro an. Wir, die AfD, haben beim Euro angefangen und wir würden auch in der politischen Praxis in Europa beim Euro anfangen. Und ich will dazu etwas ausholen, weil der Euro einige bis heute tragende Folgeprobleme mit sich gebracht hat. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die D-Mark, die hatte folgende Eigenschaft. Es gab Griechen, es gab Italiener, es gab Spanier, die hatten ein bisschen Geld zur Seite gelegt, der Spanier ein bisschen Peseten, der Italiener ein paar Lire, der Grieche ein paar Drachmen. Nur die vertrauten ihren eigenen Währungen nicht, aus guten Gründen. Wir hätten ihnen auch nicht vertrauen sollen, wie wir heute wissen. Aber Herr Schäuble wusste das besser. Und viele der Wähler haben es ihm leider geglaubt. Die machten Folgendes. Die entschlossen sich, ihr Geld in D-Mark umzutauschen, in Deutschland anzulegen und dort sehr viel niedrigere Zinsen zu akzeptieren, aber wenigstens Sicherheit für ihr Geld zu haben. Das führte zu einem enorm hohen Kapitalzufluss für Deutschland, der letztlich in die deutsche Wirtschaft wanderte. Meine Damen und Herren, es gab vor der Eurozeit einen Kapitalzufluss nach Deutschland in der Größenordnung von 200 Milliarden jährlich. Nach der Euro-Einführung hat sich das Ganze umgekehrt. Das Geld floss nach Südeuropa in den Euro bei leicht höheren Zinsen und scheinbar null Risiko. Auf einmal flossen über 100 Milliarden jährlich ab. Meine Damen und Herren, das hat volkswirtschaftliche Konsequenzen, wenn aus einem Staat, der vorher 200 Milliarden jährlich bekommen hat, auf einmal 100 Milliarden jährlich abfließen. Und zwar bei den Arbeitsplätzen.
Deutschland ist kein Rohstoffland. Deutschland ist aber ein Hochtechnologieland mit hochqualifizierten Arbeitsplätzen, die entsprechend hohe Löhne generieren. Sehen Sie, das könnte eine Rede aus der Zeit vor 2000 sein. Das war einmal. Und warum war das so? Weil Kapital nach Deutschland geflossen ist, was diese hochqualifizierten Arbeitsplätze überhaupt erst geschaffen hat. Denn hochqualifizierte Arbeitsplätze bedingen nun mal entsprechende Investitionen. Und das Geld war da, weil es im Überfluss nach Deutschland geflossen ist. In dem Moment, als sich die Zahlungsströme in Europa umkehrten, passierte letztlich dasselbe, aber nicht mehr in Deutschland. Bauboom in Spanien, der eben nicht nachhaltig war. In Griechenland hat man in Beamte investiert. Hat man tatsächlich gemacht, ja. Rentenbezieher hat man super bedacht. Meine Damen und Herren, es ist kein Zufall, dass kurz nach der Euro-Einführung ein sozialdemokratischer Kanzler die Agenda 2010 für nötig befand. Es ist kein Zufall, meine Damen und Herren, weil die Löhne in Deutschland nach und nach im europäischen Vergleich absanken. Deutschland wurde zum Billiglohnland. Der Lohnabstand zwischen arbeitender Bevölkerung und denen, die nur Sozialleistungen bezogen, verringerte sich immer mehr. Es bestand die Notwendigkeit, die ökonomische Notwendigkeit, am unteren Ende Druck zu machen, um überhaupt noch Leute für die Arbeit zu motivieren. Denn genau das ist die Agenda 2010, wenn wir mal ehrlich sind, gewesen. Und ich mache Herrn Schröder nur bedingt Vorwürfe. Er hat das ökonomisch Notwendige damals zugegebenermaßen schlecht umgesetzt. Aber er ist für die Notwendigkeit nicht verantwortlich, denn verantwortlich für die Notwendigkeit ist Helmut Kohl, der den Euro vorangetrieben hat und damit diese Bedingungen geschaffen hat. Vielleicht gestatten Sie mir noch etwas, weil wir beim Thema Sozialdemokratie sind, zu eben dieser Sozialdemokratie zu sagen. Weil auch die Sozialdemokratie für wesentliche Probleme in diesem Land verantwortlich ist. Und Sie wissen das, die Sozialdemokraten, das ist ja allgemein bekannt, das ist die Partei der kleinen Leute, so wie die CDU die Partei der inneren Sicherheit und für Familien ist. Ja, das, wie gesagt, ich sagte das vorhin schon, das Skript stammt von vor 2000. Meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie das mitbekommen, der Mindestlohn ist ja um gewaltige 34 Cent angehoben worden. Ja, da kann man ruhig mal klatschen. Ich will Ihnen mal ein paar Zahlen zum Mindestlohn sagen, die den meisten Menschen nicht präsent sind. Sie kennen das ewige Mantra der Sozialdemokratie. Wenn man den kleinen Leuten helfen möchte, dann brauchen wir eine höhere Staatsquote. Wir müssen mehr von oben nach unten umverteilen. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Staatsquote oben höher ist als unten. Die Staatsquote, das ist der Teil, den sich der Staat nimmt. Und das machen wir ganz kurz mal am dramatischen Beispiel des Mindestlohns. Also nehmen wir einen typischen Mindestlohnempfänger, der 40 Stunden die Woche zum Mindestlohn arbeitet. Der Arbeitgeber zahlt 10,50 Euro. 10,50 Euro zahlt der Arbeitgeber. Das ist die wesentliche Größe. Die Frage, was am Ende auf dem Gehaltszettel beim Mindestlohnempfänger steht, ist irrelevant. Denn der Arbeitgeber entscheidet, ob er jemanden einstellt oder nicht, nach dem, was er selbst zahlt. 10,50 Euro. Beim Mindestlohnempfänger kommen 6,50 Euro an. Die exakten Zahlen sind 10,49 Euro, 6,49 Euro. 10,50 Euro auf 6,50 Euro. Da fehlen mal eben zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 38%. 38%. Bei einer Staatsquote, die insgesamt um die 50 liegt, je nachdem, wer gerade regiert. Beim Mindestlohnempfänger. Der Mindestlohnempfänger ist aber noch nicht fertig. Der hat noch keine Mehrwertsteuer gezahlt. Der hat noch nicht das EEG bezahlt.
Der hat noch keine Mineralölsteuer bezahlt. Der hat noch keine Grundsteuer bezahlt, die er mit den Nebenkosten bei der Miete auch bezahlt. Und. Woran liegt das, dass da 38% schon auf dem Gehaltszettel fehlen? Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir die sogenannten Sozialversicherungen in den 90er Jahren, und zwar mit kräftiger Mithilfe auch der Sozialdemokratie, erheblich angehoben haben. Und die schlicht nun mal im unteren und mittleren Gehaltssegment massiv zu Buche. Und zwar sehr viel stärker als im oberen. Dazu wird Frauke vielleicht gleich noch ein bisschen was sagen, nämlich zu den Vorschlägen, die die AfD auch zur Veränderung an dieser Stelle hat. Wir stellen also fest, es ist am Ende der Mindestlohnempfänger, der eine persönliche Staatsquote selbst von um die 50% hat. Das heißt, die ewige Mehr von der höheren Staatsquote, die am Ende dem Niedriglöhner hilft, die ist eben genau das, sie ist eine Mehr, sie ist ein Verschaukeln der eigenen Wählerklientel und genau das hat die Sozialdemokratie in den vergangenen Jahrzehnten mit angerichtet, meine Damen und Herren. Und ich habe ja das Vergnügen, und ich glaube, es wird ein wirkliches Vergnügen, einen Wahlkampf zum Mai nächsten Jahres hin in Nordrhein-Westfalen zu führen, insbesondere auch gegen die alte Sozialdemokratie im Ruhrpott. Ich glaube, dass, wenn wir damit fertig sind, nicht mehr allzu viel davon übrig sein wird. Um die CDU kümmerst du dich bitte im September, bundesweit dann. Auch da bin ich recht optimistisch nach den neuesten Zahlen. Meine Damen und Herren, wir werden die Versäumnisse der Parteien aber nicht nur aufzeigen. Wir werden auch Lösungsvorschläge vorstellen. Wir haben das im nordrhein-westfälischen Wahlprogramm bereits getan. Aber für die Gesamt-AfD, glaube ich, kann Ihnen das heute Abend niemand besser erklären als Frauke Petri. Herzlichen Dank. Applaus